Und damit herzlich willkommen zur neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Das ist die neue Aufnahme. Und wir stehen hier immer noch an dem jetzt schon mittlerweile extrem tief gewordenen Loch. Und wir können sehen, ich habe mich mittlerweile so weit, oder wir haben uns mittlerweile so weit diesen Chunk ausgehoben, dass wir unten schon auf die Mine stoßen. Ja, ist auch gar nicht mehr allzu... Ich gehe eben mit euch runter. Ich gehe eben mit euch runter und dann zeige ich euch eben, was da läuft. Hat sich auf jeden Fall einiges getan seit letztem Mal wieder. Also ein bisschen, zumindest hier und woanders bestimmt auch. Passiert ja viel in der Welt. Ne? Also in China zum Beispiel, da glaube ich ist dieser Sack Reis, ne? Also der ist halt auch umgefallen. So, haben wir hier nochmal ein ganzes Stück Arbeit gerade geleistet. So, und dann sind wir jetzt hier und ja, können wir eben gucken in die Höhle ein Stück rein. So. Hier ist Gold und da ist Lava und da ist noch mehr Mine. Habe ich noch eine? Ja. Fackel. Ne? Und hier ist Mine. Und können wir hier hochgehen und stoßen da vorne dann wieder ans Tageslicht. Das ist, glaube ich, auch... Ja, das ist auch in unserem Schacht natürlich. Hier ist in unserem Schacht und eigentlich ist überall in unserem Schacht momentan. Oh, den wollte ich jetzt gar nicht aufnehmen. Ich meine, früher oder später werde ich ihn eh mitnehmen müssen. Aha, Eisen. Aha. Schienen. Aha. Und Zeug. Brauchen wir gerade aber nicht, glaube ich. Hier können wir auf jeden Fall dann noch die Tage erkunden gehen. Glaube ich. Ich denke doch. Doch, das schaffen wir. So, die Fackel, die muss ich aber echt noch eben wertvoll irgendwo anbringen. Also ich glaube, ja. Also die Platzierung hier, das ist... Ich glaube, das wird uns spielerisch ganz sehr weit nach vorne bringen. Poh, also es ist direkt ein ganz neues Erlebnis auch, ne? Also, wenn ich jetzt so nach oben sehe und die Wolken angucke, ich finde, das macht schon direkt viel mehr her, ne? Kann das sein, dass... Also wenn ich jetzt so nach oben gucke, ne? Dann... Boah, hab ich echt... Boah, ist wirklich direkt alles ganz anders hier. Komisch. Oh, create a world. Nennen wir sie. Let's play Welt. Ein Passwort. Das muss ich schreiben. Alles klar. Das kann man dann später immer noch hinzufügen. Bla 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 bla. Ist ja auch egal. Confirm. Create a world. Ich sag ja, sieht halt komischerweise ganz anders aus. Mal eben abgewartet, mal eben geguckt, mal eben geschaut. Und dann kommt noch ein Ladescreen. Nach dem Ladescreen. Ist ja auch mal was. Jep, 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 ja. Und dann befinden wir uns in 3, 2, 1. Seht ihr? So, ja, sieht irgendwie anders aus jetzt, ne? Also, hier, so. Ich habe hier einen Handschuh. Was? Nee, den wollte ich gar nicht. Das nehme ich wieder mit. Cannot be mined, warum nicht? Ach so, ja. Weil geht halt nicht. Habe ich hier... Mein Stock. Und hier mein Handschuh. Mit dem Handschuh kann ich Sachen abbauen. Die nehme ich jetzt mal mit. Das Holz und... Und meine Erde kann ich nicht mitnehmen. Doch, kann ich auch mitnehmen. Siehst du? So, das nehme ich auch noch. Und die Vines. Und hier... Erstmal gierig sein, ein bisschen was mitnehmen. Pilze sind am Anfang immer gut. Die braucht man wegen Leben. Den Sandstein nehme ich auch mal mit. Schön, ne? Wir zeigen da drauf und ihr seht unten direkt, es wird angezeigt, was es ist.
Kann ich das auch? Nein. So, dann gucken wir da erstmal, wo wir hier sind. Hä? War? Ich sag ja, sieht direkt ganz anders aus. Komisch. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. So, das nehme ich auch noch mit. Moos. Nehme ich mit. Finde ich gut. Und Blätter. The Leaves, Junge. Fallen Leaves, Fallen Leaves, Fallen Leaves on the ground. Ich habe gerade was gehört. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Ich nehme das auch noch mit. Oh, rote Pilze. Die will ich auch noch haben. Na, nimm doch mit. Den Sheet. Was ist das? Crackwood Lock. Blop, blop, blop. Alles mitnehmen. Mit meinem Handstaubsauger. So, und jetzt würde ich sagen, suchen wir uns da gerade mal eine Gegend, wa? Mann, hier sind aber hohe Bäume auch, ne? Kann ich... Das ist ein Berg. Der ist klar zu erkennen. Oh, eine Schatztruhe. Da steht eine Schatztruhe, die will ich haben. Oh, ein Extraktor war da direkt drin, ne? Der ist wichtig. Oh, ich bin ein Mädchen? Ich wusste gar nicht, dass ich ein Mädchen bin. Das hätte mir auffallen sollen. Hätte ich doch mal an mir runtergesehen. Dann wäre mir aufgefallen, dass ich ein Mädchen bin. Spätestens, wenn ich pinkeln muss, fällt mir das, glaube ich, auf. Hoffe ich. So. Hallo. Ich bin's. Die Archilina. Ich bin freundlich. Außer zu Schweinen. Denn da läuft ein Schwein. Das werde ich jetzt erstmal ordentlich mit meinem Stock verhauen. Ah, du böses Schwein. Le böses Schwein. Roter Pilz. Ein Huf. Hof. Pixie Shoe. Great for glue. Und Leather. This creature that dropped this was obviously into leatherworking. Use this for armor and binding crafts together. Alles klar, werden wir das tun. Mhm. So, jetzt habe ich meinen Handschuh wieder ausgerüstet. Oh, wir sind aber echt weit hoch, ne? Kann das sein? Was ist denn eine schöne Gegend hier? Oh, what the fuck? Das ist hier Baumvillage. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter erkunden erst. Ich bin tot, wenn ich darunter falle. Ist das richtig? Ich gehe mal davon aus. Sagen wir mal einfach, ich möchte nicht tot sein. Ich stelle mal diese Hypothese auf. Tot sein ist scheiße. Ich glaube, die meisten Spiele profitieren davon, in einer Erfahrung zu sein, wenn man lebt. Wo bist denn du? Du bist ein Chamäleon, hä? Hallo, mein kleiner Freund. Flieg nicht zu hoch. Die Sonne brennt und stirb! Stirb, stirb! Nicht weglaufen! Sterben! Ach komm, du stell dich nicht so an. Der läuft weg. Ey, das war nicht abgemacht. Warum läufst du weg? Ah, ein Knochen, Sehnen und ein Helm. War das ein Helm? Kann ich dir das anziehen? Nein. Schade. Vielleicht ist das für die Dame nicht fancy genug. Ist halt nicht fashionbewusst. So, rote Blume. Und abnormal breiter Baum. Krasse Scheiße. So einen Baum habe ich hier noch gar nicht gesehen. Ist der komplett? Ist der massiv oder ist der innen drin hohl? Ne, der ist massiv.
Alter Finne. Das ist ja schon mal ein ganzes Stück, wa? So, Sand möchte ich auch haben. Nicht viel, was man so braucht an Sand, so. So, das soll reichen. Von allem einfach mitnehmen. Oh, hier ist Wasser auch. Aha, schön, schön. So. Was ist das? Dirt. Nee, das will ich nicht. Und du siehst mir ein bisschen zu aggressiv aus. Da mag ich nicht mitspielen gerade. Ich esse mal einen Pilz. So. Was nu? Hops. Würde ich sagen. Der Himmel sieht doch schön aus, ne? Sagte ich ja gerade eben. Also die eine Fackel, ne? Die hat's echt rausgerissen. Oh, da geht's runter in eine Höhle. Oder was? Oder wie oder wo? So. Wo sind wir denn hier? Aha. Hier ist so ein Teich noch. Das ist halt eine Werkbank. Die stehen hier nämlich manchmal so einfach in der Gegend rum. Ach ja, ich habe ja schon so scheiß viel auf dem anderen gemacht. Auf dem anderen Spielstand. Und die Erfahrung davon profitiere ich halt hier auch von. Dann. Ey! Dummes Schwein. Ja, ich brauche noch einen Knochen. Hallo! Captain Schwein! Captain Schwein! Das muss sein. Sterbe allein. Ah, gut. Jetzt kann ich mir eine Werkbank craften. Weil die hier kann man leider nicht mitnehmen. Weil ist ja nicht meine. Nehme ich mit. So, und jetzt können wir uns ein eigenes Stück Land suchen. Ich mag eigentlich auf dem Berg leben. Ich weiß auch nicht, aber ich bin so ein... Oder so vor dem... Sieht sehr schön hier aus, muss ich wirklich sagen. So eine Bergregion. Wenn ich jetzt noch einen Strand finde, wäre das eigentlich perfekt. Habe ich nicht noch da Pilze? Nam. Oh fuck. Ja, das ist ja großartig hier. Da brennt wer. Hallo. Ich glaube, bei dir brennt's, wa? Hm. Yeah, mitnehmen. Oh, warte mal. Ich glaube echt, der Himmel verändert sich wieder. Was ist das denn? Oh mein Gott. Hä? Was? Wie jetzt? Wo? Ja, sag ich ja, ne? Himmel sieht direkt wieder anders aus. Seltsam. Echt alles komisch. Gerade eben waren wir doch noch ganz woanders. Hm. Boah. Okay, naja, dann, wir haben ja noch eine Plattform fertigzustellen, ne? Und wir müssen ja heute auch noch, tendenziell so ein bisschen über, Disney weiterreden. Tschüss. Ich komm gerade hinterher, wa? So, zack, ab hier. Und das werden wir dann gleich auch machen. Sobald ich angekommen bin da drüben in unserer Baustation sozusagen. Aber jetzt ist ja erstmal noch ein bisschen Fahren angesagt. Fahren. Yeah, ich bin ein langer Güterzug. So. Gib alles. Chu-chu. Die brauche ich schon mal. Für gleich.
Weil ich muss schnellstens, sobald ich gleich hier aus dem Kart gesprungen bin, ja, mein Kart abarbeiten, abhacken. Ja, ah, da sind wir schon. Ah, guck mal, da können wir auch direkt sehen, wo ich schon überall was gemacht habe und wo nicht. Was? Hier, was? Oh. Was? Oh, fuck, ist das dunkel geworden. Das ist ja heftig. Aber geil. Sieht später aus wie von unten so ein Todesstern-Gedings. Wa? Hops. So, jetzt kommt das eine Minecart zurück. Danke. Ja, und jetzt, wo wir hier sind, wo wir so sind, lagern wir erstmal noch ein bisschen Stein da rein, dann brauche ich weniger oft nach oben laufen. Nein. Das ist wohl wahr. Was soll das? Hab ich hier leckt oder was? That's what she said. Ja, ja, ja. Warum kauft sich eine Blondine mit Absicht eine kaputte Heizung? Weil die leckt. Da-da! Gudung-tsch. So. Was ist da los? Also, jetzt erstmal ab nach oben. Ordentlich den Stein verteilt. Der wahrscheinlich auch wieder nicht ausreichen wird, weil man hat ja gerade gesehen, wie viel da noch lange, lange hin muss. Und ich würde sagen, aber wenn wir das einmal das Inventar leer haben, gehen wir ins Abbaugebiet für Herrenbekleidung und Damenunterwäsche. Unter anderem gibt es da aber auch Clay. Und besorgen uns halt neue Materialien, damit wir dann da oben ein bisschen weiter bauen können noch. An dem grünen Konstrukt, jenes welches da jetzt beginnt zu stehen, welches ihr ja letztens schon teilweise gesehen habt, hoffe ich. Dem einen oder anderen habe ich vielleicht letztens so ein bisschen, hoffentlich nicht, ein bisschen Schrecken eingejagt, als ich gesagt habe, ich würde dann mit Minecraft aufhören. Dem ist nicht der Fall. Vor allem nicht, weil ich vor kurzem noch in den Kommentaren unter einem älteren Video und dann auch nochmal über Facebook angesprochen worden bin. Ein junger Herr, nennen wir ihn Patrick. Hoffe ich, du siehst es irgendwann mal, Patrick. Oder vielleicht auch jetzt schon oder später noch. Ich weiß ja nicht, ob du Folgen aufholst oder direkt weiter guckst. Hat mich nämlich angeschrieben unter dem Video mit dem Tutorial für die Flying Lamp und hat gefragt, ob ich halt auch noch die Thousand Sunny bauen könnte. Hey, und wenn man mich doch ganz nett fragt und wenn man mir doch sagt, dass man das so toll fand und dass man das so gerne sehen wollen würde. Ha, da hat man mich da direkt gewonnen, bin ich da direkt um den Finger gewickelt, wa? Da hat man da direkt einen Stein bei mir im Rennen. Und natürlich können wir das tun. Das bedarf natürlich ein paar Vorbereitungsarbeiten, weil so wie mit der Flying Lamp möchte ich natürlich auch die Thousand Sunny so gut wie möglich hingebaut bekommen dann. Und das Ganze natürlich auch so wieder machen, dass der ein oder andere das dann natürlich, weil es ist, die Sunny ist ja, ich glaube, 5-mal größer als die Flying Lamp. Das heißt, wir haben für die Flying Lamp haben wir 14, wenn ich mich recht erinnere, Baupläne gebraucht. Demnach werden es, gehen wir auch davon aus, es ist 5x5, also das heißt 5-mal größer, also 5-mal mehr Baupläne, werden wir wahrscheinlich so an die 50 bis 60 Baupläne brauchen. Dann könnt ihr aber Schritt für Schritt das Ding nachbauen. Gehe ich mal von aus jetzt. Dafür werde ich mir selber wahrscheinlich eine ganze Menge Zeit erst noch nehmen müssen, um das Ganze dann vorzubereiten. Und dann wird es aber geben, irgendwann, demnächst.
rechnet mal nicht allzu früh damit, weil wir wollen ja hier das Ding auch noch hier fertig machen. Oder zumindest so weit fertig machen, wie ich es fürs Erste versprochen hatte. Und ich bin ja so ein Typ, so ein Spinner, der meint, sein Wort auch zu halten zu müssen. Und demnach würde ich ja sagen, Thousand Sunny kommt. Definitiv. Dann. Aber wann? Ich würde sagen, bevor wir hiermit ganz angefangen hatten, ne, damit, bevor wir damit angefangen hatten, hatte ich ja eigentlich auch gesagt, ihr sollt mir bis dato, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, was wir denn machen sollen, wenn wir hier dann soweit erstmal durch sind. Weil ich ja schon gerne zur normalen Stadt dann auch wieder zurückführen wollen kommen würde. Und, Thousand Sunny klingt doch nach einem Projekt, oder? Hey, mach dir die Thriller Bark. Klar, ich baue eine ganze schwimmende Schiffsinsel. Weil, das ja nicht... Gemessen an den Projekten, die wir sonst hier haben, ist es genauso wenig... Genauso im Sinne des Wahnsinns nicht unbedingt weniger als das, was wir sonst hier bauen. Das stimmt schon, ja. Aber die Thriller Bark wäre schon eine Art eigene Stadt. Ist einfach so, weil es ist ein Schloss drauf und ein riesiger Garten, bla 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 bla. Und ich möchte erst unsere Stadt fertig haben, bevor ich eine schwimmende Stadt baue. Und wenn dann eine schwimmende Stadt irgendwann, würde ich mich dabei gerne nicht an eine Vorlage halten, weil ja auch noch fliegende Stadt irgendwann kommt. Relativ gesehen haben wir das zwar dann hier, wenn wir hier damit so weit sind. Also, weil es fliegt hier einfach. Wobei ich halt echt gerne auch nochmal so ein Skype hier haben würde. So mit angelegten Wolken, Konstrukten und... Ja, es wird mehr und mehr ein bisschen One Piece orientiert, fällt mir gerade auf. Aber was soll ich sagen? Da gibt es auch so viele unterschiedliche Inseln, die eigentlich eigene Welten fast schon darstellen, dass man da sich auch mal gut und gerne inspirieren lassen kann.